Wollen wir mit dem Training anfangen? Ja. Ist euch eigentlich schon aufgefallen, wie viel Müll hier überliegt? Also kann man gar nicht richtig trainieren, oder? Nee. Was könnten wir dagegen machen? Wie wär's, wenn wir bei der Stadt nach einer Mülltonne fragen? Ja, gute Idee. Ja, gut. Ist super. Wie machen wir das denn jetzt mit der Mülltonne? Wir können ja mal sonst bei der Stadt nachfragen. Ja, okay, dann können wir da ja morgen nach der Schule hingehen. Ja, so machen wir es. Die vom Rathaus haben uns jetzt weiter an den Berghof verwiesen und dort gehen wir jetzt hin. Hallo, ich bin Jens Schmitz, 18 Jahre alt und mache eine Ausbildung beim Werkshof in Haaren. Hallo Herr Schmitz, unser Problem ist, dass wir letztens beim Training auf dem Sportplatz sehr viel Müll entdeckt haben. Und jetzt wollten wir mal nachfragen, ob wir von eurem Werkshof einen Mülleimer bekommen könnten. Wofür braucht ihr die Mülltonne denn? Weil uns letztens aufgefallen ist, dass bei unserem Sportplatz im Weseweg keine Mülltonne steht. Wie ist euch das denn aufgefallen mit dem Müll? Uns ist es dadurch aufgefallen, dass wir letztens Training hatten und da hat uns der ganze Müll auf dem Platz sehr gestört. Okay, dann werde ich mich darum kümmern, dass ihr eine für den Fußballplatz bekommt und diese regelmäßig ausgeleert wird. Vielen Dank für Ihre Hilfsbereitschaft und dann bedanken wir uns noch für dieses Interview. Gern geschehen und dann noch viel Erfolg bei eurer Aktion. Glück haben wir doch noch eine Mülltonne bekommen. Ja. Endlich können wir wieder auf einem sauberen Platz spielen. Ja.